Hallöchen, Christoph. Nach Ja, grüß drei dich. Wochen Pause machen wir wieder mal eine Folge für unseren Podcast, die Schachglatzen. Das war vor der WM. Da hatten wir über die WM Genau. gesprochen und jetzt reden wir wieder über die WM, denn es ist super viel passiert und das muss besprochen werden. Ja, und außerdem, das sollte man natürlich auch nicht vergessen, wir haben ja beide recht behalten, ne? Wir haben ja beide knapp auf Ding getippt, ja, und so ist er ausgegangen. Also, Ich kann mich gar nicht mehr oder? erinnern. Stimmt, ich hatte auf Ding Doch. getippt, ne? Ja. Ja, wir haben beide gesagt, so, ja, ist knapp, ne? Aber wir sehen Ding leicht vorne. Und naja, da haben wir ja dann irgendwie offenbar Ahnung vom Thema. Du warst ja sehr kritisch vor der WM gegenüber den Spielern, gegenüber der FIDE, hattest einige Kritikpunkte geäußert. Jetzt so im Nachhinein, stehen die immer noch so für dich oder würdest du sagen? Hat sich nichts verändert. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich die FIDE, dass da alle zurücktreten würden und sie würden irgendwelche demokratischen Prozesse starten. Ne? Das ist ja nicht passiert. Daran hat sich ja nichts geändert. Ich meine, das Match hat ja einen gewissen sportlichen Wert, den wir auch besprechen können. Ne? Aber meine politische Sicht aufs Match ist anders, ne? Und hat damit jetzt zwar was zu tun, aber wir können ja darüber reden, wie gespielt wurde. Ne? Also an der politischen Situation hat sich ja nichts geändert. Ne? So ein Dvorkovic ist immer noch FIDE-Präsident und die beantworten keine kritischen Fragen, waren auch nicht gestattet bei den Pressekonferenzen offensichtlich. Es hat ja nicht eine kritische Frage gegeben, obwohl es unzählige Twitter-Kommentare gab, diese Fragen zu stellen und so. Also das ist ja ganz klar, dass das alles geleitet war, so, ne? Dass da nicht irgendwie Kritik aufkommen kann. Und ja, aber ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht hauptsächlich sprechen, sondern was sportlich passiert ist. Es ist ja wirklich eine Menge passiert. Ja? Wir hatten 14 Partien, die. Und es gab, glaube ich, keine richtig Ereignislose, ja. Also es war immer irgendwas los. Ja, es war also erstmal bei den Pressekonferenzen kurz dazu habe ich nicht geguckt, weil ich immer natürlich sehr zeitnah die Videos erstellt habe. Hinterher habe ich hin und wieder mal reingeschaut, aber die meisten Fragen erschienen mir wie üblich recht langweilig. Keine Ahnung, Ja. ob es da von oben ein Riegel vorgeschoben wurde, den Spielern irgendwelche kritischen Fragen zu stellen. Ist auch natürlich die Frage, ob das die richtigen Adressaten sind in dem Zusammenhang. Unabhängig davon, ja, ich habe es gar nicht wirklich verfolgt, weil ich sehr schnell die Videos produziert habe. Ja. Ja, natürlich, war super spannend, die WM von vorne bis hinten. Und ich kann mich erinnern zu Beginn der WM. Und hier muss ich eigentlich auch die Schachfans im Allgemeinen kritisieren. Es sind sehr schnell am Urteilen. Alle dachten zu Beginn auch du muss ich gestehen, dass die WM schnell vorbei sein wird. Ja, Ding gewinnt die genau. zweite Partie. Ding, sage ich, Nepo. Ding ging total unter, war übernervös zu Beginn der Ja. WM, hat seine Nerven überhaupt nicht im Griff gehabt. Und alle dachten, was heißt alle, aber wahrscheinlich dachten alle, das Ding ist bald vorbei. Ne? Ja, also besonders sah ja wirklich, ich habe die Pressekonferenzen auch nie live gesehen, sondern immer nur hinter die Statements so, ne, kurz zusammengefasst. Und Ding wirkte ja offenbar nach der zweiten Partie und auch dritten Partie, da hat er sich ein bisschen stabilisiert schon, aber wirkte ja so ein bisschen so, als wäre er gar nicht richtig angekommen, ja, als ob er gar nicht drin ist in diesem Match, so, dass das jetzt ein WM-Match ist und es zählt und irgendwie, also der wirkte überfordert, ja, mit der ganzen Situation. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, ne? Weil, ja, sind wir ehrlich, hätte er noch eine zweite verloren, ja, das ist da schon sehr, sehr schwer, da zurückzukommen, da auch Nepo ja ein Serienspieler ist, ja, wenn er einmal ins Laufen kommt, ne, und die noch selbstbewusster auftritt, ja, dann ja, wäre es vielleicht wirklich so ausgegangen, aber es gab ja dann nach dieser zweiten Partie so eine ruhige dritte Partie und dann gewann Ding ja die vierte und glich aus. Und ja, dann war das Match schon rein zahlenmäßig wieder offen und fand ich, blieb auch eigentlich ziemlich offen. Ne? Auch wenn Nepo noch zweimal in Führung gegangen ist, hatte man immer den Eindruck, ja, ne, es kann immer ein Sieg passieren für beide Seiten. Ja? Wir müssen sehen, eine Partie, die Nepo gewonnen hat, das war ja diese Französisch-Partie, wo eigentlich ja als Schwarz Dingen überspielt hat und dann Ja. plötzlich diese merkwürdige Situation eintrat, dass er nicht mehr zog. Ja, also Ding zog nicht mehr und so richtig ja, eingefroren, ja, irgendwie in Ehrfurcht vor der ganzen Situation und hat dann einen groben Fehler begangen. Also wirklich mal einen richtig groben Fehler. Weil vielfach liest man ja, ah, die haben unheimlich viel geblundert, das ist natürlich falsch. Ja. Es gab zwar durchaus mal gröbere Fehler unter Zeitdruck und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass da ständig nur gepasst wurde. Ne? Das ist heute auch ein Riesenproblem durch die Computer. Da glauben dann viele, dass da unglaublich, unglaublich schlecht gespielt wurde, was natürlich nicht stimmt. Aber in den
in den kritischen Phasen gab es schon ein paar grobe, ne? Wo man auch wirklich sagen kann, das Match hängt an so ein paar Situationen. Ja? Wenn Nepo hat ja auch einen Matchball gehabt, ja, in Partie 12, ne? Wenn ich die Nummern richtig im Kopf habe, da hat er eigentlich einen dicken Matchball gehabt, muss eigentlich gewinnen und verliert stattdessen. Und dieser komische F5-Zug dann, also du hast die Partien ja alle besprochen, ne? wer die gesehen hat, die meisten werden es gemacht haben, da hing ja das ganze Match dran. Ne? Wenn das vernünftig, wenn er das anders macht, dann gibt es wahrscheinlich nie diesen Tiebreak. Ja. Ja, aber das war ja auch ein bisschen die Geschichte des gesamten WM. Es ging ja hin und her die ganze Zeit. Das war ja zwischen Partie 4 und 7, 4 entschiedene Partien, immer weiß Siege. Und wie du schon sagtest, die französische Partie war die Partie Nummer 7. Da hat Ding eigentlich super gespielt und hätte eigentlich den Sieg verdient gehabt, aber dann ist er zusammengebrochen. Und Partie 12 war natürlich dann der Knaller. Nachdem dann kam eine ruhige Phase mit 4 Remis zwischen Partie 8 und 11 und dann die Partie 12, die man sich irgendwie so rational nicht erklären kann auf dem Niveau. Ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Ich fand schon, dass die WM die Spieler schon recht viele Fehler gemacht haben für das Niveau. Insbesondere verglichen mit Magnus Carlsen die letzten 10 Jahre. Auch davor Arnand. Gut, Gelfand, die WM 2012, die war sehr langweilig. Aber auch davor die WMs mit Kramnik, Arnand etc. Also so viele Fehler. Müssen wir nochmal drüber sprechen, warum? Ja, ich denke, das liegt am Modus, denke ich mal. Und dann halt, ja, dann der Tiebreak, Partie 12, 14 war natürlich dann lange, 7 Stunden Endspiel. Das war klar, dass es bei mir wird. Und dann Tie. Warum glaubst du, hat letztendlich Ding gewonnen? Das ist für mich erstmal eine wichtige Frage. Ja, ich würde nur ganz, ich störe mich nur manchmal an diesem Begriff von dem Blunder, ne, dass da so Patzer, ne, weil die gab es auch, aber jetzt nicht, ne, also da wird oft dann gesagt, ja, die haben irgendwie rumgepatzt, ne, also das Niveau war natürlich niedriger als in den WMs vorher, darüber glaube ich, wir brauchen wir gar nicht diskutieren, ne, es war sicherlich niedriger, nur manchmal wird da über Patzer gesprochen und dann ist es irgendwie, ne, der Computer sagt, der andere Zug war 0,6 besser oder so, das ist kein Patzer. Ne? Ja, warum hat Ding gewonnen? Wahrscheinlich am Ende vielleicht wirklich Nervenstärke. Ne? Er hat dann am Ende auch also die Situation, wo er dann in der vierten Partie cool genug ist, nicht Remis zu machen, sondern mit diesem Turm G6 dem Remis auszuweichen. Das hat Nepo ja völlig aus der Bahn geworfen, ne? Also der war offenbar so schockiert, war geistig schon in der Blitzpartie vielleicht. Er denkt, es ist vorbei. Ja? Und dann ist er da noch irgendwie cool genug, dem Remis auszuweichen. Ja? Das ist sicherlich das, was man so als Schlaglicht aus der Partie rausnehmen kann. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch eine dicke Portion Glück dabei, oder? Also das ist einfach bei sowas, was so knapp ist. Finde ich nicht. Manchmal. Ehrlich gesagt, ich glaube einfach, ich denke, da muss ich dir irgendwo widersprechen. Ich denke, Ding ist einfach der bessere Spieler, der bessere Schachspieler und deswegen hat er gewonnen. Das WM-Match ist mit 14 Partien lang, klassisch betrachtet. 14 Partien sind viel und er hat in den 14 Partien schon besser gespielt eigentlich. Nepo, denke ich, war besser vorbereitet, insbesondere mit Weiß. Ja. Also mit Weiß ist er ja unfassbar gut vorbereitet gewesen gegen Spanisch, aber er hat ja so wenig gemacht aus den besseren Stellungen. Erstaunlich wenig gemacht. Klar, er hat gewonnen seine klassischen Partien, aber mit Glück die französische Partie, dann die eine spanische Partie gewonnen, die war sehr gut. Die war sauber, das war die fünfte Partie, die war fantastisch. Aber im Tiebreak zum Beispiel, die zweite Partie, da hat er einen riesen Vorteil gehabt zwischendurch. Den hat er einfach so weggegeben, als wäre es nichts. Irgendwie auch wenig riskiert und Ding hat viel, viel mehr riskiert. Französisch gespielt, er hat die Eröffnung ständig gewechselt mit Weiß. Er hat wirklich ständig gewechselt, ne? Und er hat viel, viel mehr riskiert. Das lag mir wahrscheinlich auch an seinem Team mit Rapport. Aber ich denke, er hat letztendlich auch gewonnen, weil er einfach der bessere Schachspieler ist. Und das hat er gezeigt in der allerletzten Tiebreak-Partie, in der es wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen nur noch im Tunnel, wenn es dann so lange läuft, dann war die Nervosität sowieso bei beiden weg. Nepo hat nicht schlecht gespielt, die vierte Tiebreak-Partie. Er hat fantastisch gespielt. Aber über so wahnsinnig viele Züge dann in einer Rapid-Partie kommt dann irgendwann ein Fehler bei jedem Spieler der Welt. Und dann kam halt, er dachte halt diese Fesselung, als er den Läufer gefesselt hat auf C3 mit Turm C1, er dachte, er gewinnt da. Und auf den ersten Blick denkt man sich auch so, was macht der da? Diese Fesselung, das funktioniert? Ja, das war super gespielt. Ja. Das war unglaublich gut gerechnet von Ding in der Phase. Ich weiß nicht, ob alle das jetzt nachvollziehen können. Das war ganz am Ende, als er diesen Bauern auf C4 schlägt. Ich habe da live zugeschaut, eine Minute auf der Uhr für beide Spieler und so viel steht auf dem Spiel. Und er geht in die Fesselung rein.
Und das war unglaublich, dass das überhaupt funktionierte. Und das meinte er auch Nepo im Nachhinein, er konnte sich gar nicht vorstellen, dass das geht. Und Turm G6, klar, damit macht er sich unsterblich, aber das hat er auch natürlich auch gemacht, weil er weiterspielen wollte, weil er merkte ja, ein Bauern mehr, er muss auf Gewinn spielen, weil im Hinterkopf mit Sicherheit auch war, dass Nepo vielleicht der bessere Blitzspieler ist. Und das kann sein. Insgesamt denke ich schon, dass Ding es wirklich verdient hat, weil er auch der bessere Spieler war insgesamt. Wenn man mal denkt vor allen Dingen, dass er im Prinzip mit Vorgabe gespielt hat, durch die Niederlage in der zweiten Partie, die gar nicht wirklich eine richtige klassische Partie war, ne, wo er einfach zusammenbricht. So, ne? Im Prinzip hat er mit Vorgabe gespielt zu Beginn und hat so drei Partien gebraucht, um überhaupt reinzukommen, überhaupt sein Nervenkostüm in den Griff zu kriegen. Ja, die Niederlagen, die Ding hatte, die waren so ein bisschen mysteriös, ja. Also diese zweite Partie, eventuell wirklich diese Nervensache, kann sein, ja. Und dann dieses Einfrieren, ne, wo er dann nicht mehr zog, das war ja auch seltsam, weil da war ja im Match ja eigentlich schon drin, ja. Und da habe ich gedacht, wenn er jetzt mit Schwarz gewinnt, dann kippt das Ding komplett. Ja, klar. Ne, und passierte dann nicht. Da magst du recht haben, ja. Das von der Qualität her, also ich halte Ding auch eigentlich von der reinen Schachqualität her für den etwas besseren Spieler. Ja, nicht, das jetzt. Genau deswegen meine ich das auch gerade. Ich denke einfach, dass er der bessere Spieler war, letztendlich. Und ich finde, er war auch der mutigere Spieler. Ne? Allein schon die verschiedenen Eröffnungen, die er spielt. Ne? Er hat viel häufiger auch auf Angriff gespielt. Ne? Das muss man einfach mal auch sagen. Ne? Und Nepo hat hier und da mit angezogener Handbremse auch gespielt. Halt, ne? Es waren zwar gute Partien bei, gerade die fünfte, die war super. Ne? Die spanische Partie, die war fantastisch. Aber er hat sehr viel auch von Dings Nervenkostüm profitiert letztendlich. Naja, hast du dich denn gefreut, dass Ding gewonnen hat? Fragen wir uns mal so. Ja, schon. Also ich fand es sehr, sehr ungewöhnlich und auch sympathisch, wie offen er am Anfang damit umgegangen ist, dass er mit der Situation nicht klarkommt. Das ist ja super ungewöhnlich. Ja, muss man ja sagen. Ja, natürlich. Da wird immer auf so, ne, ja, ne, wir. Ja, immer so Geheimnis, ne, diese Geheimniskrämerei so immer, total lächerlich. Ja. Ja, und man hat ja gemerkt, dass er nicht so richtig da war, aber hat auch gesagt, ja, irgendwie, ne? Und dann hat er sich aber bekrabbelt, ne? Nach ein paar Partien war es dann irgendwie besser, ja. Ist natürlich auch sicherlich eine schwierige Situation. Man kann sich vorstellen, dass man vielleicht irgendwie überwältigt ist von der ganzen Situation. Ich fand ungewöhnlich, man weiß ja nicht ganz genau, wer alles im Team drin war. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass das Ding auch irgendjemand vielleicht von außen holt, der WM-Erfahrung hat. Aber es war wohl nicht so. Aber es ist, glaube ich, nicht wirklich durchgesickert. Hätte ja sein können, irgendwo irgendjemand, der schon mal beim WM-Kampf dabei war oder irgendwo, wirkte nicht so. Man hat ja nur Rapport gesehen. Der war ja nun logischerweise live da, das hat man ja gemerkt. Aber sonst hat man ja gar nichts mitbekommen. Wer da sonst noch irgendwie mit dabei war. Ne? Ich habe jetzt im Nachhinein noch nicht recherchiert, geguckt, aber da kam auch nichts durch. Ne? Auch bei Nepo hat man nur erfahren, dass Kramnik angeblich der Delegationsleiter war von der ganzen Geschichte. Ja. Aber Sekundanten, Potkin, gut, der ist auch nicht mehr bekannt. Der ist ansonsten immer dabei, ja. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das alles nicht so wichtig ist. Da wird immer so ein Bohai gemacht, viel Lärm um nichts. Ne? Da wird jede Sau durchs Dorf getrieben und apropos Sau durchs Dorf treiben, da fällt mir der Leak ein, ne? Der angebliche Leak zwischendurch. Das war ja auch irgendwie, was meinst du angeblich? Weil das meinst du, das war irgendwie nicht ganz. Ja, das ist doch eine reine Spekulation, aber man weiß es doch gar nicht. Ja, aber hast du die Partie mal angeguckt, oder? Die war identisch, ne? Oder was war da? Ja, also ich hab mal kurz durchgeguckt, man kann das ja sehr leicht machen mit der Oberfläche. Und das war schon sehr auffällig, ne, dass sie die ganzen Sachen durchprobiert haben, da in den Partien, die bis dahin gekommen sind und ein paar andere natürlich auch, die dann aber nicht mehr kamen. Okay, ja? Aber sagen wir mal, okay, war ein Leak, aber hatte das irgendeine Bedeutung für den Rest des WM-Kampfs? So im Nachhinein kann man natürlich sagen, nein, Ding hat ja gewonnen. Gut, es war ja schon vorher so, also ich glaube, das ist irgendwann bei Partie 7 oder 8 ungefähr passiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau die Reihenfolge, wann das war. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon praktisch dieses Konzept, immer so D4-Nebenvarianten zu spielen und die kamen danach auch, nur halt andere. Wie tief die vorbereitet waren, bezweifle ich auch mal. Ich glaube, da haben die natürlich sich ein bisschen was überlegt. Die machen ja nicht einfach blind irgendeine Idee. Aber wenn ich jetzt so Sachen spiele wie Londoner, drittens E3 und dann Springer D2 oder drittens C3, also so Anti-Theorie,
da habe ich ja jetzt nicht irgendwelche Dateien zusammengestellt, die von Supercomputern bis zu 40 berechnet sind, sondern da habe ich halt ein paar Ideen, vielleicht irgendwo mal ein Konzept oder vielleicht erstmal antizipiert, weil klar, Nepos Team weiß dann irgendwann, wenn da so ein vierten H3 kommt in der zweiten Partie, dass man mit so Kraut rechnen muss. Dann gucken die sich die Sachen natürlich an und dann überlegt man sich vielleicht so Sachen, okay, was passiert, wenn die erste Linie vom Computer angucken, hat man dann vielleicht irgendwas Interessantes, aber es ist ja nicht so, dass da jetzt Dateien irgendwie rausgegangen sind, sondern nur so ein paar Hinweise. Ja, genau. Ja. Also, ob das jetzt einen Rieseneffekt hatte, bezweifle ich auch mal. Ja, bezweifle ich auch sehr stark. Ja. Ich glaub, also, was ich vorbereitungsmäßig überraschend fand, das muss ich wirklich sagen, das Ding mit Schwarz in den Spaniern so geschwommen. Ja, also das, stimmt. Das fand ich sehr überraschend, weil natürlich ist Nepos Vorbereitung mit Weiß bekannt gut, ne, ohne Frage. Die haben immer wieder da kleine Ideen, aber das ist ja Dings in der Leib- und Magenverteidigung. Spielt immer E5, seit er, also gefühlt immer, ja. Und kommt er auch selten in Schwierigkeiten, weil es sein Ding ist. Ne? Also komischerweise hat er da fast immer Schwierigkeiten gehabt. Also auch während des Matches noch. Man kann ja dann vielleicht sagen, ja, eigentlich muss es vorher schon, ne, weil dass die drei Spanier kommen, war irgendwie klar. Ja. Eigentlich muss es vor dem Match schon gefixt haben. Aber dass du vielleicht dann irgendwas noch während des Matches bringst. Aber der ist ja selbst dann noch in dieser zweiten Tiebreak-Partie noch in Riesenprobleme gekommen. Der hat es ja auch ganz leicht ganz schlechte Stellung, aussehen können, ja. Das fand ich auch überraschend, dass da so große Probleme waren. Also, die haben sich offenbar mit Weiß relativ klar entschieden, nur, sag ich mal, Nebenvarianten zu probieren. Ne? Also, verschiedenste Nebenvarianten. Komisch fand ich diese eine Englisch-Partie mit C4, E4, wo dann einfach eine Standard-Ausgleichsvariante kam. Da hatten sie offenbar nichts. Also, ein paar Sachen waren da aus der Dingschen Eröffnungsküche für mich überrascht. Was Nepo so gemacht hat, war alles gut, solide, erwartbar, sozusagen. Mhm. Ja. Und auch sicherlich erfolgreich. Also die Eröffnungsvorbereitung kann man da eigentlich nur als erfolgreich bezeichnen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Also ich glaube, es gab eine Partie, die ich eröffnungsmäßig von Nepo sehr merkwürdig fand. Das war dieses Londoner System, wo die in so eine Karlsbad-Struktur gegangen sind. Und die hat er wirklich richtig schlecht gespielt. Also das muss man wirklich sagen. Das Zulassen von, ich weiß nicht, hast du im Kopf, ne, mit A4, A5, bis das besprochen haben. Da habe ich gesessen, aber da kann das nicht sein. Ne, also das weiß ja eigentlich jeder, der das schon mal studiert hat. Ja? Und dann ist er in diese missliche Lage gekommen. Hat Ding aber natürlich auch sehr gut dann umgesetzt. Ne? Also die Vorteilsumsetzung war teilweise auch sehr attraktiv, ne, so zum Anschauen. Also wirklich gut gemacht von beiden. Ja, kommen wir zu einer wichtigen Frage. Warum gab es so viele entschiedene Partien? Warum wurden so viele, in Anführungsstriche, deutlich mehr Fehler gemacht als in den Weltmeisterschaften zuvor? Ist der WM-Modus, der moderat geändert wurde, schon 2021, der Grund dafür? Nämlich kein Inkrement vor dem 61. Zug. Das war die moderate Änderung ab der WM 22, Carlsen-Nepo. Carlsen hat sehr klar gewonnen, 7,5-3,5. Ne? Mhm. Und ist das der Grund, dass die Partien so ausgegangen oder dass die WM so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist teilweise? Nee, bestimmt nicht der einzige. Wobei die Änderung fand ich gut schon damals. Ich glaube, da würdest du zustimmen, oder? Das ist eine sinnvolle Änderung gewesen. Ja, ich habe erst mal dich gefragt. Ja, nee, also die Zeit gut, wir haben ja schon länger darüber gesprochen, ich würde es auch gerne schneller haben, okay, aber wenn man diese Art Partie spielt, finde ich, dass man ohne Inkrement spielt, zunächst mal und das Inkrement nur hat in dieser Finalphase der Partie, finde ich sehr plausibel. Die Leute müssen in der Lage sein, ihre grob zwei Stunden vernünftig einzuteilen und es macht es einfach wirklich interessanter. Ja, finde ich auf jeden Fall, das ist sinnvoll und hat auch eine Rolle gespielt, wenn man an die Partie denkt, wo eben Ding auf einmal keinen Zug mehr macht. Ja, also vielleicht ist das auch ein bisschen der ganzen Sache geschuldet, weil die spielen ja ganz selten ohne Inkrement. Ja, also nicht der alleinige Grund, aber es wäre vielleicht eine andere Lage gewesen. Er hätte ja immer 30 Sekunden gehabt, ne, bei einer Standardbedenkzeit und dann passiert es vielleicht nicht. Ist bestimmt ein Faktor, aber ich glaube, da kamen mehrere Sachen hinzu. Auch, also die frühe entschiedene Partie hat ja sofort dafür gesorgt, dass man
dass das Gesamtrisiko hochgehen musste, ja, weil sofort dann Ding war ja im Zugzwang, ne? Nachdem der die zweite Partie so verloren hatte, musste dann ein bisschen mehr Risiko nehmen. Und die haben auch beide immer wieder, ja, also jetzt nicht geblundert, aber so kleinere Fehler gemacht. Und dann sind die Partien auch aus dem Gleichgewicht gekippt. Also du hattest nicht diese Situation, wo so eine Partie, ne, so wenn so eine Nulllinie in der Bewertung ist und dann, ne, dann geht die so auf der Nulllinie durch, das passierte nicht. Da passierte immer irgendwie so ein Dip, ne, ein Fehler und dann passierte irgendwie was. Und es gab ein paar, ja in der Tat auch wirklich komische Sachen. Ne? Ich habe auch, Nepo hat auch eine Partie verloren, Partie 4, wo der seinen Springer plötzlich nach D4 bringt und der wird dann rausgenommen, ja. Qualitätsopfer. Und ganz ehrlich, also das Qualitätsopfer macht ja nur jeder. Ne? Also der, ne, das war ja jetzt nicht schwierig zu sehen, ja. Solche Sachen sind ein bisschen schwer zu erklären, finde ich jetzt, ja. Also, weil es kann auch nicht jetzt mangelnde spielerische Klasse liegen, weil, naja, ne, das ist ein Fehler, den macht normal kein Meisterspieler. Okay, ja. Also was würdest du sagen, ist ein weiterer Grund? Nervosität? Ja, vielleicht schon, ja. Also ich, so ganz klar ist es mir nicht, muss ich sagen, weil man hat es ja, so, man kann es ja so ein bisschen messen, ne? Also Ken Regan hat ja so eine Statistik gemacht und sagt, das Match war ungefähr auf 2700er Niveau. Das war die, war seine, sein, hat sein Modell ergeben. Ne? Der sagte, die Carlsen-Matches waren so 2850, also von wo auch die Gegner höher waren. Ne? Ja. Also Magnus hat über seinen 2,8 sogar gespielt und die Gegner haben aber auch über deren Standardniveau gespielt. Also war sehr, sehr, sehr die haben sich angepasst, ne? So ein bisschen. Ja, ja. Haben sich so ein bisschen angenähert. Und hier war es wirklich niedriger. Also es war jetzt, ist jetzt keine Erfindung, dass man sagt irgendwie, ne? Aber ja, was ist es? Kommt alles okay zusammen, ne? Also dann gibt es, was? Das ist ein sehr starkes Indiz für mich, dass, dass es mit dieser moderaten Änderung, nämlich kein Increment vor dem 61. Zug, dazu führen kann. Das ist natürlich noch zu klein, der Sample Size, ne, mit zwei Weltmeisterschaften, aber es ist ein Indiz. Und da müssen wir natürlich auch drüber reden, so, weil das immer wieder, ich meine, ich bin jetzt wirklich schon länger dabei, bei jeder WM kommen reflexartig die gleichen Diskussionen über eine Modusänderung. Ich muss gestehen, ich kann das teilweise verstehen, aber teilweise hängt es mir an den Ohren heraus. Ich finde, momentan ist es ein sehr, sehr guter WM-Zyklus, 2 Jahre, transparent, mit tollen Qualifikationsturnieren, Grand Swiss, dann am Ende das Kandidatenturnier, FIDE Grand Prix, es ist, jeder kann teilnehmen, jeder kann sich qualifizieren. Theoretisch könntest du dich sogar qualifizieren, ich auch. Ich war ja sogar Top 10 im Januar nach dem Rilton Cup. Ja. Und super Turnier, Kandidatenturnier, dann die WM, das Duell, ne? Das ist super zu vermarkten, immer noch. Die Zugriffszahlen waren enorm auf die WM. Die Leute haben zugeschaut. Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, was wir gleich noch besprechen. Aber Modusänderung sehe ich überhaupt nicht bei einer klassischen WM gerade. Überhaupt nicht. Für mich ist das im Moment, hat sich das bewährt mit dem Increment wegnehmen bis zum Zug 61. Sehr viele entschiedene Partien, super spannendes Duell und man muss erstmal so weitermachen. Weil ich auch nicht sehe, wir haben auch ganz klar, wir haben eine klassische WM, wir haben eine Rapid-WM, wir haben eine Blitz-WM und wir haben eine Chess-960-WM. Wir haben also 4 Schachweltmeisterschaften gerade. Also wir haben jede Bedenkzeit abgedeckt. Wir haben sogar eine Variante abgedeckt mit einer eigenen Schachweltmeisterschaft gerade. Also es ist für alle was dabei. Für jede Bedenkzeit, für jeden Geschmack. Also ich sehe im Moment, ehrlich gesagt, noch nicht mal, ich würde, wenn ich an der Spitze wäre, würde ich mir die Diskussion nicht antun. Dann würde ich sagen, nein, das bleibt so. Erstmal, weil sich das bewährt hat jetzt die letzten beiden Male. Wie siehst du diesen Punkt? Ja, also es kann auch nur mal so ein Punkt nochmal. Ein Unterschied ist auch natürlich ganz einfach, die letzten 5 Weltmeisterschaften davor hatten nun mal einen wichtigen Teilnehmer, nämlich Magnus Carlsen, der typischerweise nichts falsch macht. Und das ist natürlich was nicht nur sein Spiel beeinflusst hat, dass er halt nichts falsch macht, sondern auch, dass der Gegner. Dadurch wird es automatisch vermutlich, ne, wenn man so will, wenn man so einen Pokerbegriff nimmt, tighter, ne? Weniger Risiko, wenn man denkt, man kann nicht. Also es kann natürlich sein, dass das einfach auch ein Faktor ist, der jetzt weg ist, dadurch, dass Magnus nicht spielt. Aber da muss ich auch kurz einhaken. Es wird immer wieder, also das ist ja auch sehr verkürzt dargestellt.
Die WM 2018 zwischen ihm und Caruana war alles andere als langweilig. War spannend. Sie war hochklassig. Caruana, das wird auch immer wieder gesagt, die Gegner nehmen nicht so viel Risiko bei Bakar. Das stimmt nicht. Der Einzige, der kein Risiko gegangen ist, war Kajakin, der 2016 total destruktiv gespielt. Das war nicht mehr anzusehen. Das war langweilig. Mhm. Aber Caruana ist super viel Risiko gegangen. Ja, super viel nicht, aber er ist Risiko gegangen. Schweschnikow, tolle Partien 2018. Arnand war relativ chancenlos 2013 und 2014. Ja. War das 13 und 14? Ja. Ja. Der hat verloren. Das war eine normale WM, wo ein Spieler verloren hat. Ja? Mhm. Und das wird immer sehr verkürzt dargestellt. Und deswegen musste ich da einhaken. Ja? Und die gegen Nepo war ja eine ganz eindeutige Sache. Ja. Aber zurück. Sorry. Ja, welcher Frage waren wir denn nochmal? Achso, soll man etwas ändern? Ja? Du hattest gesagt, ja, Carlsen wäre natürlich ein wichtiger Faktor. Der ist jetzt weggefallen. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, soll man irgendwas ändern? Ich meine, das hat jetzt natürlich gut funktioniert. Man kann immer die sagen, warum soll man denn ein Konzept ändern, welches funktioniert. Ne? Also dieses Match, 14 Partien, war sehr spannend. Es gab am Ende noch den Tiebreak, wo immer wieder dann Leute sich dran stören, dass es dann Rapid gibt, um das zu entscheiden. Das ist Blödsinn. Toll, sorry, okay, das ist Blödsinn. Finde ich auch, weil irgendwie irgendwas musst du machen und was willst du tun? Ne? Also diese gibt ja Diskussion dann, ja, dann soll bei 7-7 der Titelverteidiger das behalten. Hatten wir jetzt hier gar nicht. Ja, gibt's immer wieder. Nein, das ist ein totaler Quatsch. Also ich finde den Tiebreak auch okay. Aber das gab es ja schon alles auch. Das gab es ja schon alles auch und das wollten die Leute nicht mehr. Genauso wie es diese ewigen Matches gab, Karpov, Korchnoi 78, Kasparov, Karpov. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Es geht einfach nicht. Das wurde gemacht, es geht nicht. Und es muss eine Entscheidung herbeigeführt werden, in jeder Sportart, wo es Verlängerungen gibt. Ne? Fußball, Elfmeterschießen, Basketball, Eishockey. Es gibt immer irgend so ein Penaltyschießen, Verlängerung, irgendwas gibt es immer. Also man muss es irgendwas... Elfmeterschießen ist weiter weg vom Fußball als Rapid. Ja, genau. Kein Witz, ne? Elfmeterschießen ist ja im Prinzip kein Fußball am Ende. Ne? Ja, also da gäbe es auch zum Beispiel Alternativen, ne, die FIFA beschließen könnte. Ne? Alles Mögliche. Hat man ja mal drüber geredet. Ne? Wir nehmen Spieler vom Feld und sonst. Wurde auch nicht gemacht. Ne? Das ist am Ende spannend. Das ist lustig. Das ist ein lustiger Vorschlag. Habe ich noch nie gehört. Ne? Spieler vom Feld nehmen, habe ich noch nie gehört. Das finde ich geil. Ja, dass man 11 gegen 11 und dann macht man 10 gegen 10, 9 gegen 9, alle paar Minuten wird einer rausgenommen und dann fallen irgendwann. Irgendwann gibt es keine Mannequin. 1 gegen 1, stelle vor, 1 gegen 1 auf 100 Meter Fußballfeld. Das wäre geil, oder? Man kann alles probieren. Ja, gut. Also, ich denke mal, es wird de facto, da das jetzt formatmäßig ein Erfolg war, keine Änderung geben, die werden es genau so wieder machen. Das sehe ich nicht. Und an diesen Qualifikationswegen wird ja immer ein bisschen rumgedoktert, ne? Dass dann, jetzt ist neu diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ne? Da wo du nach dem Rilton Cup mit bei warst, ja, diese Geschichte, ja, wo die Turniere zusammenzählen, ne? Irgendwie. Es gibt so eine Tabelle, wo alle Spieler die bestimmte Turniere erfüllen, die Bedingungen, um aufgenommen zu werden in diesen WM-Zyklus. Und dann gewinnen die Spieler, je nachdem, was für ein Turnier das natürlich auch ist. Ich meine, so ein Weikernsee ist natürlich bedeutender jetzt als ein Open wie Rilton Cup, wo ich gespielt habe. Und da gibt es natürlich mehr Punkte zu gewinnen, ne, für einen absoluten Top-Großmeister. Und am Ende werden natürlich auch die Top-Spieler in dieser Liste vorne sein. Ist ja auch klar. Ne? Es ist nicht plötzlich so leid, dass da ein 1 ist. Ist ja logisch. Aber das ist ja sehr transparent. Und das ist ja durchlässig. Auch nach unten hin. Ne? Also kann sich keiner beschweren, oh, ich habe keine Chance, irgendwie im Zyklus nicht teilzunehmen oder so. Ne? Also ich finde, der ist schon ziemlich durchdacht und gut strukturiert, finde ich. Ja, gut, wir haben jetzt ein interessantes Turnier, was jetzt gerade beginnt, wo Nepo und Ding mitspielen. Ne? Super Bad Chess Classic, ja, das ist Teil der Grand Chess Tour. Das ist gerade jetzt, wo wir sprechen, fängt das an. Ja. Ja, hast du da einen Tipp? Sind die beide platt aus dem Match oder... Ja, keine Ahnung, bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, auch vor allen Dingen, dass Rapport mitspielt, ne? Der Sekundant von Ding. Ne? Aber ich finde es auch cool, dass beide jetzt direkt spielen. Nee, Tipp habe ich erstmal nicht. Aber vielleicht eine andere Frage. Ja. Ding als Weltmeister. Okay, wir waren gerade über den Modus gesprochen. Mhm. Ding als Weltmeister. Da gab es jetzt so ein paar Stimmen irgendwie so, ja, das ist aber nicht unbedingt der Typ, der, ja, wie Carlsen das Schachspiel popularisiert, ne? So irgendwie an der Popularisierung arbeitet. Also, was meinst du? Ding ist ein sehr ruhiger Typ, ein schüchterner Typ eigentlich. Ist das überhaupt wichtig für Schach, dass da oben an der Spitze ein Spieler ist, der in der Lage ist, das Spiel zu fördern, global betrachtet? Überhaupt noch jetzt? Ich glaube, gut, es ist ja nicht so, dass man jetzt hier Magnus verloren hat, ja? Der wird ja weiterhin als prominente Figur spielen und weiter um andere Titel kämpfen.
Das ist ja auch noch so. Und vielleicht kann ja auch Dinge in Asien, in China da auch eine Menge noch bewegen, weil so viel ist da in den letzten Jahren gar nicht gekommen. Nee, ich habe jetzt mal gedacht, da würde mehr passieren. Ja. Wir haben ja schon vor, das müsste man nur überlegen, ungefähr 10 Jahren die Olympiade gewonnen. Ich glaube 2014 die erste Olympiade gewonnen. Nee, das war Armenien. Nee, sorry. Tromso war China, ja. 2014, ja. Irgendwie so grob 10 Jahre ist her, ne? Wo dann dieser Teil dieses großen Planes dann umgesetzt wurde. Jetzt hat China beide Einzelweltmeister. Aber so in der Breite Top-Großmeister ist nicht so viel passiert. Im Gegensatz zu Indien, ja. Da ist viel mehr passiert und da kommt auch noch viel mehr. Also ja. Indien wird das Weltschach völlig dominieren. Hört gar nicht mehr auf. Ne? Hört nicht mehr auf. Du siehst immer wieder 15-, 16-Jährige, wir schweifen jetzt ab, ja, aber die dann da kommen. Mhm. Und für die ist zum Beispiel nicht entscheidend gewesen, ob da jetzt Magnus Weltmeister ist oder nicht. Die haben Vichy als großes Idol gehabt. Und also ich glaube, der Weltmeister ist natürlich eine Figur, die da irgendwo helfen kann, aber das ist nur ein kleiner Baustein, meiner Meinung nach. Inzwischen, denke ich, inzwischen, ja. Um das von meiner Seite aus zu beantworten. Früher, denke ich mal, so in den 90ern, da war Kasparov schon sehr dominant in der Schachwelt. Da gab es auch nicht so viele Schachspieler. Es gab natürlich kaum Online-Turniere. Schach war nicht so populär. Global betrachtet, und da war natürlich Kasparov eine außergewöhnliche Gestalt, die das Schachspiel popularisiert hat. Ne? Und Kasen war natürlich auch in seiner Zeit, gerade so zwischen 2010 und 2020, natürlich extrem dominant und hat sehr viel zur Popularisierung des Sports beigetragen. Zur Popularisierung meinen wir natürlich auch zum Beispiel, dass man sich der Verantwortung stellt und Turniere spielt, dass man durch die Welt reist, ne? Auch an Veranstaltungen teilnimmt, dass man Einladungen annimmt, ne? Um das Schach zu fördern. Inzwischen sind wir aber auch in einer Zeit angekommen, wo Schach an sich sehr populär ist als Spiel und nicht mehr so abhängig ist von einzelnen Figuren. Und deswegen denke ich, ist das nicht so schlimm, das Ding selbst halt eher so ein zurückhaltender Typ ist. Für mich stellt sich eine viel wichtigere Frage, wie wird das in China laufen in den nächsten Jahren? Wir kriegen ja leider sehr wenig mit. Man hat den Eindruck irgendwie, die Chinesen haben nichts gesagt zu Dings Erfolg, aber vielleicht gibt es niemanden, der die wichtigen Nachrichten übersetzt. Klar, liegt natürlich auch an Google. Google ist ja wahrscheinlich gesperrt in China, glaube ich. Und man kriegt irgendwie gar nichts mit so. Wird auch gar nicht von den großen Medien in der Schachszene aufgenommen irgendwie und geguckt so, was haben die Chinesen eigentlich zu Dings Sieg gesagt? Kann auch sein, dass ich nicht genug recherchiert habe, aber auch viel zu tun. Da bin ich mal gespannt, ob in den nächsten Jahren so ein Schwung kommt. Stell dir mal vor, ein deutscher Spieler wäre Weltmeister, was hier los wäre. Mhm. Überleg mal, keiner wird Weltmeister, was hier los wäre. Das würde doch einen richtigen Boom auslösen, oder nicht? Ich sag mal, vielleicht. Also, ja, aber guck doch mal, was mit Carlsen passiert ist in Norwegen. Ja, ein Land, das sich nie für Schach interessiert hat. Ja. Gut, wir haben aber auch schon in anderen Randsportarten Weltmeister gehabt und so wahnsinnig viel ist nicht passiert, ja. Also, ich weiß jetzt mal nicht, ob das so, also es wird bestimmt, natürlich wäre es ein positiver Effekt, aber es ist jetzt nicht so, dass das plötzlich dann explodiert. Ja, das bezweifle ich mal. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich auch gegenüber früher, also zur Zeit von Kasparov, da hat es ja so eine ganz klassische Medienlandschaft und es gab kein Internet, es gab keine Online-Medien und heute denke ich, Leute wie, also die ganz Prominenten, die auf Twitch, YouTube und so unterwegs sind, die haben so viel neue Leute fürs Schach interessiert. Dagegen sind dann irgendwelche Top-Großmeister eher geringer vom Einfluss her. Wenn man überlegt, welche Reichweiten da drin sind. Also ich möchte nicht wissen, also jetzt mal, oder ich würde es schon gerne wissen, aber das kriegst du nicht raus. Wie viele Deutschsprachige hast du zum Schach gebracht? Das sind mit Sicherheit, das sind große Zahlen. Also das ist sicher mehr als der Schachbund. Ja, ist so. Hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Kann gut sein. Ja. Und solche Effekte, die sind heute einfach da. Wer dann da Weltmeister ist, ja, ist so eine Sache. Ja. Also so ein Magnus, ob der jetzt zum Beispiel irgendwo ein Turnier spielt in, ich weiß nicht, irgendwo, ob der jetzt den Singfield Cup spielt oder nicht, ist das jetzt ein riesen PR-Wert fürs Schach? Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist ein anderer Faktor oder ein anderer Faktor ist heute, wer so irgendwo mal so mitbekommt, ah ja, Schach könnte interessant sein, der findet heute halt online so viele Ressourcen, Leute, denen er folgen kann oder irgendwo, wo er auch was lernen kann. Ja, sowas ist einfach heute viel, viel einfacher. Und ich glaube, das ist wichtiger als eine Galionsfigur, die zu haben. Ja, das würden wir bei einer anderen Person vielleicht anders drüber sprechen, aber Ding ist definitiv keine Galionsfigur. Vielleicht blicken wir auch jetzt ein bisschen in die Zukunft voraus, dass die WM 2000,
23 haben wir jetzt mehr oder weniger abgehakt. Ne? Mhm. Mir fällt da jetzt auch keine weitere Frage zu ein, zu dem Turnier. Ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt natürlich der WM-Zyklus, der besteht aus verschiedenen Turnieren. Wir haben natürlich das Grand Swiss irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres, meine ich. Und den World Cup, ja, der ist auch dieses Weltcup im August natürlich, da gibt es ein, zwei Plätze, ja, ganz wichtig. Und dann das Kandidatenturnier 2024 im April in Toronto. Ja, ja gut, da ist bis. Sollen wir da hinfliegen? Du hast die Idee gehabt, dahin zu reisen. Ich habe irgendwie, ne, voll Bock auf Kanada. Ja, Kanada ist cool. Also ich muss ja, ich bin ja tatsächlich, ich wollte ja eben nicht einsteigen. Ne? Ich mag ja das Kandidatenturnier vom Format her nicht so besonders. Was? Nee, ich halte es einfach für ein schlechtes Format. Also ein schlechtes Format. Weil am Ende, meinst du, du hast glaube ich erklärt, weil am Ende die Spieler nicht mehr so motiviert sind, die hinten liegen, und dann ist es ein bisschen wettbewerbsverzerrend. Ne? Ja, so ein Grund. Das finde ich ein bisschen schwierig dabei. Also ich finde es halt immer so, die Partien, die da laufen, müssen für mich, für beide Spieler einen Wert haben. Und das ist beim Kandidatenturnier in den letzten Runden, also in diesem zweiten Durchgang sozusagen, manchmal sehr schwierig. Es hat da auch schon wirklich Partien gegeben, wo du wirklich klar gemerkt hast, okay, für den einen geht es um alles und für den anderen geht es um nicht mehr so viel. Und das finde ich schwierig. Und das ist manchmal auch wirklich eine Zufallsfrage, wie die Paarungen sind. Natürlich, klar. Ja? Klar. Und das finde ich nicht so besonders erbaulich, ja. Klingt plausibel, gebe ich zu. Das ist wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein mega besseres Format gibt. Ich bin eher Freund von irgendwelchen K.O.-Formaten, aber wir schweifen jetzt ab. Ne? Nee, weiß ich gar nicht. Das ist schon eine wichtige Frage. Ne? Also, weil der Sieger des Kandidatenturniers spielt ja um die WM. Ne? Ja, es ist halt auch ein ganz anderes Format, was genutzt wird, um jemanden für ein Match zu qualifizieren. Ja, also du machst plötzlich ein Rundenturnier und am Ende kriegst du ein Match da draus. Gut, ne? Wir hatten früher die Kandidatenwettkämpfe, ne? 70er, 80er, 90er, ich weiß nicht wie lang, also ich bin ja auch nicht so. Und ich weiß gar nicht, wann die abgeschafft wurden. Und was spreche gegen Kandidatenwettkämpfe? Da hätten wir 8 Spieler, es gäbe 4-2-1, ne? Man könnte das im Prinzip auch an einem Ort machen, ne? Oder? Also die einzelnen Runden. Man kann jetzt hier zurückblicken nach 2011, nach Kasan. Das war dieses Ding, wo man das Kandidatenturnier in diesen K.O.-Matches gemacht hat. Das waren diese kurzen K.O.-Wettkämpfe, wo am Ende sich Gelfand qualifiziert hat. Das war dieses etwas merkwürdige Turnier, wo viele Spieler die Strategie verfolgt haben, 4 schnelle Remis zu machen. Das hat Grischuk zum Beispiel versucht. Ah. Und dann Schnellschach zu spielen. Also der nächste große Nachteil. Ja. Ne? Und das ist ein Problem. Diese ganz kurzen klassischen Matches sind, also ich vermenge das sehr stark mit Schnellschach dann. Wer damit jetzt ein großes Problem hat, der kann da schon gar nicht für sein. Ist auch nicht ganz leicht, ne, bei diesen kurzen Distanzen. Im World Cup sind ja so nur 2 klassische Partien, aber die haben damals, glaube ich, 4 Partien gemacht und im Finale, glaube ich, 6 Partien. Bin mir nicht mehr ganz sicher, müssen wir mal nachgucken. Aber das war ein problematisches Turnier, weil es halt extrem remislastig wurde in diesen Matches. Ja, Also Spieler haben das auch dann wirklich hart ausgenutzt. Also Grischuk hat mit Weiß zum Beispiel nach 15 Zügen über Remis gemacht. Ganz hart. Und das war dann so ein bisschen komisch. Und Magnus hatte damals ja auch dieses Format konkret abgelehnt. Damals wollte er nicht. Und dann hat man ja 2013 das Londoner Kandidatenturnier gemacht. Dann wieder im Rundensystem. Und das war damals ja so ein bisschen eine Kompromissgeschichte, wo man gesagt hat, da können alle mit leben irgendwie oder so. Und da hat man es dann gemacht. Das war übrigens auch wirklich ein extrem spannendes Turnier. Ja, ja, bis zur letzten Sekunde im Prinzip. Super, das war extrem spannend, Also Karlsruhe und Kramnik verloren haben die letzte Runde, so war das doch damals, ne? Genau. Die haben beide die Schlussrunde verloren. Unglaublich. Ja, schauen wir mal, bisher ist ja nur dadurch Nepo, ne? Ist qualifiziert, das ist schon klar, ja. Und sonst keiner. Ja gut, ich weiß nicht genau, gibt es einen Ratingplatz? Ich weiß es nicht, auswendig. Weil den müsste Magnus angeboten kriegen. Ja? Er hat aber schon gesagt in einem Interview, dass die Wahrscheinlichkeit irgendwo bei 1% liegt, dass er teilnimmt. Ja, würde auch nicht viel. Nee, das wird sich auch nicht viel ändern, erstmal. Ne? Klar. Ja, aber das wäre dann, wenn es Rating wäre, dann hätte man schon eine ganz gute Idee, ne? Wer es sein könnte. Wenn Magnus es nicht ist, Nepo fällt dann raus, Ding, logischerweise fällt auch raus. Und dann würden sich mehrere Spieler darum streiten. Nakamura, ja. Na. Okay, mein Lieber, ich denke, wir hätten das Thema heute durch, oder? Ja, ich denke,
Also ich war überrascht, wie interessant es war, das Match, muss ich jetzt sagen, nur mal so als Fazit, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass es irgendwie langweilig ist. Man weiß ja vorher nicht, ja, dass die da auch wieder, also wie auch immer, eine Sicherheit, keine Ahnung, aber dass das so, ne, so ein Kampf so mit offenem Visier wurde, hat mich auch überrascht. Ja, und ja, vielleicht hier noch so kurz, es wurde ja auch spekuliert, dass das Interesse für das Match deutlich geringer sein wird, als, ja, weil Kasen nicht mitspielt, aber das stimmt letztendlich nicht. Ich kann das an den Zahlen ja für mich zum Beispiel ablesen. Die Klicks waren hervorragend auf den WM-Videos und die Live-Übertragungen von chess.com auf YouTube 100k, auf Twitch 50k. Also das waren ordentliche, das waren sehr hohe Zugriffszahlen. Sehr viele, auch der deutsche Livestream von chess.com war sehr gut besucht. Lag natürlich auch daran, dass Jan mitkommentiert hat, die erste Hälfte, glaube ich, und da waren 3.000, 4.000 Zuschauer immer. Ne? Also es war wirklich sehr, sehr, sehr gut besucht alles und also von wegen deutlich weniger Interesse. Das stimmt halt hinten und vorne nicht. Ne? Es liegt aber, glaube ich, auch schon daran, dass man relativ schnell erkannt hat, dass was passiert. Ja, 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 also klar. Ich muss sagen, ich hatte ein Interesse von also minus viel, ja, vor dem Match. Und dann die erste Partie war ja, da ist auch schon ein bisschen was passiert, aber okay, war jetzt nicht super spannend. Und dann verliert Ding diese Partie 2. Oh Gott, das gibt ein Fiasko. Aber als er dann den Ausgleich gemacht hat in der vierten Partie, dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt spannend. Ne? Vielleicht kommt er zurück und irgendwie, und ich fand es halt auch irgendwie lustig, dass da Richie Rapport noch mit bei war. Ne? Das war so eine lustige Nebenstory und dann habe ich es auch ein bisschen verfolgt. Ja. Also live konnte ich auch nicht gucken, aber ich war dann doch mehr dabei, als ich gedacht habe. Alles klar. Und weißt, und richtig spannend wird nächstes Jahr Kandidatenturnier in Toronto mit TBG und Christoph Selecki. Schauen wir mal. Alles klar, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Und ja, wir sprechen uns dann in 2 Wochen wieder. Ne? Bis zum nächsten Mal. Yo. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.